So Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es natürlich mal wieder um Airlines Manager 2 und was ich jetzt, also ich zeige euch jetzt ein bisschen so, was ich jetzt immer mache, wenn ich mal länger spiele. Und was ich am Anfang immer mache, ist erstmal natürlich den Rang abchecken, ob sich da was verändert hat. Ihr seht, ich habe jetzt 50 Hubs mittlerweile, Routen exakt 2700. Ja, da checke ich das erstmal immer ab. Genau, und der erste Punkt, was ich euch auch schon, glaube ich, in anderen Videos immer erzählt habe, schaut, dass ihr wirklich die drei Punkte Unterhaltung, Pünktlichkeit und Komfort, dass die bei euch ziemlich stark ausgebildet sind. Weil damit werdet ihr eine extrem hohe Nachfrage erreichen. Und was natürlich dann auch noch nicht zu vernachlässigen ist, ist natürlich die Passagiernachfrage. Das sollte natürlich auch auf dem Maximum sein. Und die Zusatzeinnahmen und die Kosten kommen dann als nächstes. Also das ist dann das folgend Wichtigste. Und was wirklich am unwichtigsten ist, sind eigentlich Attraktivität der Preise und Sicherheit. Sicherheit ist wirklich nur für erste Klasse Nachfrage geeignet. Also wenn ihr Flüge habt mit nur erster Klasse, dann würde ich auch vor allem auf Sicherheit setzen. Natürlich auch auf Komfort, das ist natürlich auch für erste Klasse. Und also das ändert ein bisschen. Wenn ihr wirklich die Economy-Strategie geht, dann würde ich euch diese drei Punkte hier, Unterhaltung, Pünktlichkeit und Komfort empfehlen. Und natürlich Passagiernachfrage, auch ganz wichtig. Bei Fracht, klar, die Leute, die jetzt eine Fracht-Airline haben wollen, für die spielen natürlich die beiden Punkte hier eine wesentliche Rolle. Das kann man ja dann hier auch später einstellen unter Dienste. Wenn man die ganzen Frachtforschungen gemacht hat, das ist natürlich sehr wichtig. Das setzt natürlich voraus, dass man das gemacht hat, wenn man eine Fracht-Airline starten will. Und das kann man dann hier ändern. Ihr seht schon rechts, Passagiernachfrage, nee, ja genau, also hier könnt ihr links, nee, Quatsch, ihr könnt rechts die Liefergeschwindigkeit von eurer Fracht zum Beispiel beeinflussen, aber ihr seht schon, da habt ihr ziemlich starke Verluste bei der Passagiernachfrage. Und also ich würde euch generell das nicht empfehlen, Richtung Fracht-Airline zu gehen, weil durch eine Passagier-Airline könnt ihr wesentlich mehr Profit machen. So, ihr wisst jetzt, wo ihr das Ganze einstellen könnt, falls ihr doch Bock drauf habt. Und ich schaue mal kurz weiter. Genau, hier habt ihr dann immer noch eure Flugzeuge im Überblick. Ich habe es jetzt so gemacht, ihr seht, jetzt habe ich ein paar Flugzeuge mit einer neuen Lackierung, aber jeweils nur einmal, also die A380er. Die habe ich mir in dem, seit dem neuen Update unter diesem Bazar hier, unter dem Gebrauchtmarkt, gekauft. Da muss ich dazu sagen, das kann gut sein für Anfänger. Das kann sehr gut sein, weil ihr hier Flugzeuge bekommt, die um einiges günstiger sind. Also natürlich ohne Lackierung, weil gerade für Lackierungen, ihr seht hier schon, das ist halt übertrieben, da zahlt man weitaus mehr. Das braucht ihr am Anfang natürlich nicht. Und sonst könnt ihr hier Flugzeuge bekommen, die ein bisschen unter dem Preis sind. Das heißt, wenn euch die Zeit wert ist, dann könnt ihr hier auf jeden Fall einiges sparen. Und ihr seht dann auch hier eure Gebote immer aufgelistet und hier dann später, was ihr quasi gekauft oder verkauft habt. Hier seht ihr jetzt, was ich schon alles verkauft habe. Und ich muss sagen, zum Beispiel hier den A380er, das war ein Test von mir, was man dafür auf dem Markt bekommt. Ihr seht hier Betrag 651 Millionen. Das ist aber Quatsch, das bekommt ihr nicht. Ihr bekommt immer nur den Maximalkaufpreis. Also in dem Fall waren es dann 403 Millionen für mich. Und der Rest, der verschwindet einfach. Also er kommt nicht bei euch an. So, das zum Gebrauchtmarkt. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen, wie ich hier immer Gameplay mache. Also als erstes, wenn ich überhaupt keinen Plan habe und auch gerade momentan keine Routen mehr, checke ich am Anfang eigentlich unter Netzverwaltung. Ich checke hier eben, ob ich hier irgendwo noch Routen habe, wo Restnachfrage vorhanden ist. Ihr habt gesehen, in meinem letzten Video habe ich Sydney geplant, verplant. Man kann jetzt hier mal kurz schauen. Und ihr seht, ich habe hier jetzt noch eine Restnachfrage von 1800. Sonst aber sieht es eigentlich bei den anderen relativ gut aus. Wenn ihr da jetzt Restnachfrage habt, mit hier zum Beispiel 178 und so, dann da würde ich gar nicht, klar am Anfang würde ich schon schauen, dass ihr wirklich Flugzeuge kauft, dass ihr eine Restnachfrage von vielleicht minus 5 bis 5 habt. Das ist optimal, aber irgendwann, wenn ihr so viele Flugzeuge habt, spielt es keine Rolle mehr. Da habt ihr auch dann mal 200, 300 Restnachfrage und zerbrecht euch da keinen Kopf drüber. Also auf jeden Fall hier 1800, das heißt, da passt mega gut noch eine A380 rein. Die habe ich zufällig natürlich nach Sydney bestellt. So. Und genau, und jetzt, ich weiß es natürlich, ihr wisst es nicht, aber ich habe nachgeschaut, ob ich noch irgendwo Restnachfrage habe in meinen Hubs, habe ich momentan nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt neue Routen kaufen. Dazu gehe ich dann immer auf den Finder. Ich weiß nicht, wer von euch das auch, den Finder auch benutzt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, damit ich einen Überblick habe. Und damit das andere auch sehen können, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ihr könnt hier im Finder
Bin ich da richtig? Doch, ich bin richtig, im Finder, genau. Ihr könnt hier erstmal Hubs im Besitz anzeigen, das würde ich immer hier den Haken machen und ihr könnt hier einstellen, ob ihr quasi die Zeitzonen in 15 Minuten Abständen euch anzeigen lassen wollt, in einer Stunde, halbe Stunde oder 2 Stunden. Ich mache immer 2 Stunden, das ist sonst ein bisschen übertrieben, finde ich. Macht einfach, das spielt auch keine Rolle eigentlich. Also 2 Stunden, dann wählt ihr hier ein Flugzeug, am besten nehmt ihr da immer eine A380. Und ihr wählt jetzt irgendeinen Hub. Bei mir wähle ich jetzt natürlich einen, wo ich noch kaum oder wenig Routen habe. Zum Beispiel nehmen wir mal Zürich. Genau, was ich auch noch dazu sagen soll, also Zürich ist kein wirklich guter Hub und schon gar nicht zum Starten, also würde ich euch nicht empfehlen. Ich habe den mir nur gekauft, weil ich zeige euch das nochmal kurz, bevor ich da nochmal hingehe, weil ich meine Flugzeuge mit diesen, mit den Flaggen hier und so weiter. Also zum Beispiel seht ihr hier so ein Schweizer Flugzeug. Da habe ich mir gedacht, komm, das braucht doch ein Schweizer Hub. Und weil das Geld halt vorhanden ist, dachte ich mir, komm, jedes Land bekommt seinen eigenen Hub. Und deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Deswegen auch Dublin, glaube ich, habe ich mir noch geholt. Nee, Shannon war das genau in Irland. Oder Brüssel. Also das sind keine wirklich guten Hubs, aber das macht ja nichts, wenn man den Hub hat und nur eine Route hat. Also Verlust werdet ihr dadurch nicht machen, nur ihr werdet halt keinen Gewinn machen und dann nicht wirklich. Egal. Wir gehen nochmal zurück zum Finder. Zürich A380 ist drin und jetzt würde ich hier euch immer empfehlen, das ist jetzt wichtig, 22 Stunden bis 24 Stunden zu machen. Oder natürlich, wenn ihr die 168 Stunden Routenstrategie macht, dass ihr das dann hier entsprechend anpasst. Oder schaut euch dazu mein Video an noch, wo ich 168 Stunden Routenstrategie erkläre. Ja, die ist sehr profitabel. Auf jeden Fall, das hier ist natürlich auch sehr, sehr gut mit 22 bis 24 Stunden. Jetzt seht ihr alle Routen, beziehungsweise alle Städte oder Flughäfen, die hier anzufliegen sind. Von Zürich aus, wo eure A380 22 bis 24 Stunden benötigt. Ihr klickt jetzt, also ich fange immer, keine Ahnung, von rechts nach links oder links nach rechts. Was ist jetzt passiert? Einfach schwarzer Bildschirm. Okay. So, wenn ihr das jetzt eingestellt habt, dann wollen wir jetzt mal hier eine Route. Gut, was ich hier auch immer schaue, was eigentlich eine bessere Strategie ist, von Zürich in reichere Länder, jetzt zum Beispiel USA oder nach Europa irgendwo hin. Da habt ihr keine so hohe Economy-Nachfrage. Ich würde euch immer in Schwellenländer oder Entwicklungsländer empfehlen zu fliegen. Also zum Beispiel Asien ist optimal. Deswegen schaue ich mal, ob es hier schon eine Route gibt. Nein, also in China zum Beispiel. Ich mache jetzt mal Audits für euch, damit ihr seht, was wir hier für eine Nachfrage haben. 2600, also das kann man sich auf jeden Fall mal zulegen. Was ich euch auch noch empfehlen würde, stimmt, was mir gerade eingefallen ist. Ihr seht hier, wenn ich mir eine Route kaufe. Also ich mache nochmal Audit. Auch ohne Audit. Seht ihr, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist der Preis natürlich durchgestrichen. Das heißt, am Anfang würde ich euch empfehlen, immer teure Routen euch zu kaufen eigentlich. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt am Anfang. Ja, nach China ist eigentlich perfekt, weil das ist ein Schwellenland, beziehungsweise das Ding ist, ihr habt einfach eine hohe Nachfrage und die Routen sind auch relativ teuer, sodass ihr dann den Rabatt hier auch wirklich ausnutzen könnt, den ihr am Anfang auf die Routen habt. Das nur als kleine Info. Und was ich dann mache, ist eigentlich hier wirklich alle Routen durchgehen und mir hier alles kaufen, was es hier gibt. Ihr seht hier nach Cannes, von Zürich nach Cannes haben wir 3200 knapp, also perfekt. Und so flüge ich hier quasi durch diesen Streifen durch und hole mir normalerweise alle Routen, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer natürlich. 1800, das geht natürlich auch. So. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal kurz. Ihr wisst jetzt das Prinzip, diese 4 Routen. Wir gehen zurück auf Radar, dann auf Verwaltung, Gewinn, Zürich, Routenverwaltung, Gewinn. So, jetzt sind hier unsere 1, 2, 3, 4, 5 neuen Routen. Was ich immer direkt mache, ist danach den Preis anpassen. Ihr wisst Bescheid, 3600 und 12.000. Und das machen wir natürlich bei allen Routen. Eigentlich, was ihr auch machen könntet, ist, wenn ihr ein Audit gemacht habt hier unten, könnt ihr auch da drauf gehen.
Ich zeige euch jetzt mal, wieso ich immer 3600 und 12.000 mache. Da haben mich ja auch schon viele gefragt, ob das nicht ein bisschen blöd ist und dass man ja Audits machen soll. Ihr seht jetzt hier 3400, ne? Rechts seht ihr jetzt 10.000. Ich fange mal mit Fracht an, okay? Würde ich das jetzt machen, dann hätte ich wahrscheinlich Fracht, schätze ich mal, noch so 300 übrig. Ihr werdet auf dieser Route aber niemals so viel Fracht unterbekommen können. Wenn ihr Frachtflugzeuge verwendet, dann macht es vielleicht. Also dann hat es schon Sinn, dann macht es mit Audits von mir aus. Aber ich zeige euch jetzt einfach, ich mache mal 12.500 sogar. Das ist wahrscheinlich noch besser, weil 740 ist eine ziemlich hohe Frachtnachfrage. Und hier links, ich mache es jetzt einfach mal so, ja. So, also 3.400. Und ihr seht, ich habe jetzt hier 3.100, knapp 200 Nachfrage noch. Mit 3.600 wäre die Nachfrage halt ein bisschen niedriger, aber es spart mir einfach Zeit immer. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber hier rechts seht ihr jetzt bei Fracht, dass 262 ist. Das ist eigentlich immer noch zu viel, weil die ganzen Passagierflugzeuge, die verbrauchen maximal 14 Fracht pro Einflug, also maximal 28 mal hin und zurück. Wenn ihr jetzt auf diese Route hier, sagen wir, dreimal eine 777-300 draufhaut, also das macht jetzt keinen Sinn in dem Fall, aber sagen wir es mal, da hättet ihr vielleicht so knapp 80 Fracht ausgebucht. Dann hättet ihr noch eine Restnachfrage von 180. Also es wäre echt schwachsinnig, bisschen, sage ich ehrlich. Deswegen hier 262 ist eigentlich immer noch zu viel. Deswegen versteht jetzt auch bitte mal, wieso ich hier immer 12.000 oder sogar mehr mache und hier nicht auf die Audits achte. Und dieses gleiche Prinzip mache ich auch immer hier mit meinen 3.600 bei Economy. Das nur auch als kleiner Tipp. Damit könnt ihr wirklich Zeit sparen, wenn ihr gerade eine größere Airline habt und auch jede Menge Geld zur Verfügung, dann spart euch das einfach Zeit. Wenn ihr am Anfang seid, dann könnt ihr gerne auch mit Audits arbeiten und euch da wirklich auch Gedanken drüber machen und das ausprobieren. Ich werde diese Route hier aber wahrscheinlich nie wieder korrigieren oder anpassen, deswegen tippe ich immer ganz schnell 3.600 und 12.000 ein. So. So, jetzt schauen wir kurz, was wir hier allgemein für eine Nachfrage haben. Ich weiß jetzt, dass ich noch ein paar Flugzeuge übrig habe und wir checken einfach mal, wie die da reinpassen und was wir dann für eine Nachfrage übrig haben werden. Als erstes nehmen wir mal den hier. So, der hat jetzt 1400 circa. Na, schauen wir mal kurz. Genau, perfekt. Also der passt jetzt hier perfekt rein. Zack. So. Genau, das habe ich gemeint mit 14 Frachtnachfrage. Hin und zurück habt ihr 28. Also ihr werdet dann niemals über irgendwie 100 Frachtladungen kommen. Deswegen auch diese 12.000. Ich weiß nicht, was sich PlayRyan dabei gedacht hat mit diesen Audits. Also ich verstehe es schon, ich kann es schon nachvollziehen, aber wirklich durchdacht ist das eigentlich nicht. Zürich. So. Schauen wir mal. 1100. Ihr seht jetzt hier 2200 circa. Das heißt, hier würden zwei davon reinpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch ein 777. 300er. Habe ich natürlich zufälligerweise nicht. Das heißt, den muss ich gleich kaufen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Wir machen mal weiter mit dem hier. Vielleicht passt er ja irgendwo rein. Also, ich probiere das dann immer, die Flugzeuge, die ich gerade momentan rumstehen habe, wo quasi Wartung verbrauchen und auch Personal, dass ich die so schnell wie möglich hier irgendwie unterbekomme, nur damit ihr Bescheid wisst. Ne, der passt hier nirgendwo wirklich rein. Also ich brauche jetzt einen 1100er. Doch, ich mache es so, ich mache es so. Ich hau den jetzt hier rein und dann habe ich ja noch einen. Ich kann die Namen irgendwie gar nicht mehr merken, aber ich weiß zum Beispiel, dass es eins gibt mit 880 Plätzen und es ist der 787-10er hier. Also deswegen nicht wundern, wenn ich einfach mal sage, ja, ein 880er, dann ich meine eigentlich 880 Passagierplätze hat dieses Flugzeug. In dem Fall hier 787-10er wäre das. Konfigurieren. Zürich. So, dann hauen wir den jetzt auch noch drauf.
Was ich hier gerade sehe, naja, egal, da haben wir 50 Restnachfrage, 60, egal. Das ist schon okay. So, dann nehmen wir den hier noch. Nach Zürich. So, 1200 hat der so viel, ich weiß. Genau, jetzt habe ich eine Idee. Wir haben hier noch 1080 übrig. Das passt perfekt für einen 1044er. Ah, falsch. So, das ist der richtige Hub. So, optimal. Ich schau mal, ob der jetzt noch irgendwo dazu passt. 950er. Ja, ich hau den jetzt einfach mal hier oben drauf. So, und jetzt. Gut, jetzt seht ihr, alle Flugzeuge sind verbucht. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Gewinn, Zürich, Routenverwaltung, Gewinn. Also wir haben jetzt hier 2200, das passt perfekt für. Und hier links 1100, das sind 3300, dreimal 777-300er holen wir uns nach Zürich. Und dann haben wir die Nachfrage quasi auch erledigt. 123 Zürich. Economy, Fracht, fertig. So. Ah, ich sehe gerade, ich habe ja noch drei 747-400er. Aber die können auch drin bleiben, da schaden sie euch nicht. So. Das war es dann eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen was gebracht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein.